töten geht auch nicht, weil sie zu stark sind. Jetzt waren doch hier irgendwo die Schwachen. Sekunde mal. Sekunde mal, wo waren die Schwachen? Ach nee, die kann ich leider nicht mitnehmen, also muss ich es allein durchziehen. Wo waren die jetzt? Da waren diese mega starken. Wieso läufst du mir hinterher? Das Nest ist da hinten. Ja, ja, schnell zurück hier. Ich kann mich erinnern, dass genau hier irgendwo Viecher waren, die hatten bloß 15 Lebenspunkte. 50. Nein, nein, nein. Nein, ich sagte 15. Wo seid ihr? Gibt's doch nicht. Da wollte ich endlich mal Gas geben, um weiterzukommen. Und jetzt? Mr. Raff. Ich spuck den jetzt einfach mal so lässig von der Seite an. Mal schauen, was er dazu sagt. Vermutlich kommen gleich seine ganzen Nestkollegen zur Hilfe. Jawohl. Haha, jetzt kommt mir doch mal hinterher. Leute, helft mir! Machen wir sie fertig! Der feuert nicht bloß an. So, dich auch noch. Na, komm schon. Boah, weil der Liebessüchtige im Weg steht hier. So, jetzt nochmal kurz satt fressen. Noch 4 Ruff-Viecher. Okay. Ja, ich lock noch mal ein paar her. Wo haben wir es denn? Da, Alpha. Ja, genau, schnappen wir uns den. Nein. Nein, jetzt bricht hier nicht schon wieder die Framerate ein. Also, nee. Ich gehe mal aufs... Nee, der Alpha, der ist stärker. Ich gehe mal auf den Alpha. Ach nee, der Alpha ist stärker. Lauf! Du sollst rennen. Ach nee, jetzt kommen die auch noch. Leute, das ist doch nicht fair hier. Ich gebe euch jetzt mal Feuerschutz. Und wieso bricht hier die Framerate schon wieder ein? Ich hab's doch getestet. Es hat doch geklappt. Was soll das? Game Booster läuft da allerlei. Schwachsinn läuft nicht mehr im Hintergrund. Ich krepiere schon wieder richtig schön, so wie es sich gehört. Wieso macht Fraps hier solche Zicken? Ja. Komm, steh auf. Da liegt doch meine Leiche. Boah, Wahnsinn. Unter 10 Frames. FPS, Frames per Second. Na komm, steh auf. Dass man hier so lange betteln muss mit denen. So, Jungs, Planänderung. Da ihr es ja nicht fertig bringt, einfach mal mitzukämpfen, nehme ich euch jetzt mit in die Schlacht. Wo waren die jetzt? Ach, da hinten sind die 15er. Die mit ihren 15 Lebenspunkten. Moment. Ich muss hier mal kurz speichern, weil nicht, dass hier heute noch was Größeres abschmiert, als wie Fraps oder sowas. So, welchen von euch machen wir? Ja, genau, wir gehen auf den Alpha, der ist schon angeschlagen. Zack. Aha, wenn mehr Kreaturen kommen, dann... Oh nein, welche unübersichtliche Schlacht. Noch einen. Was haben wir denn da? Ist das eine Schurkenkreatur? Semplisch. Ne, das ist keine Schurkenkreatur. So, jetzt frisst du erstmal da. Oha! Was wollt denn ihr hier? Das ist mein Jagdterritorium. Verschwindet! Ach, ihr habt da euer Nest. Handschreiter. Wo sind denn die 15er hin?
Ja, ich gehe ja gleich wieder. Och, nee. Ach, na gut, dann sind wir jetzt eben lebensmüde. Ja. 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 Was, und gleich der nächste Angriff? Oder was soll jetzt diese Musik? Stopp, halt, da, nein, hier, also, jetzt ab! So, mitkommen! Wo war das nu? Wo war das nu? Huch, da war doch vorne auch ein Nest. Mr. Ruff. Ja, okay, machen wir einfach mal die Ruffs fertig. 4 Stück sind's noch. Dann gibt's 40 DNA. Was los? Was los? Was soll denn dieser Lärm? Huch, was kommt denn da runter? Wir werden beschossen! Wir werden aus dem All beschossen! Das ist die Invasion aus dem All! Aha. Panik! Und du willst die Panik gleich ausnutzen oder was und uns fertig machen? Nix da. Ja, so viel zu dem Thema. So, und das und das und das. Jetzt ist hier doch tatsächlich ein Meteorit runtergekommen. Wahnsinn, oder? Wenn jetzt anfangen grüne Kristalle auf meinem Planeten zu wachsen, die in tropischen Regionen besonders gut wachsen und hier jetzt auch noch toxisch sind und so, dann könnte ich mir das Let's Play von Command & Conquer sparen. So, und noch einmal zu beißen. Zack. Und weg ist er. So, wo waren jetzt die anderen Viecher? Nein, die waren nicht im Wald, die waren da hinten irgendwo. Jetzt kommen die schon wieder vorbei, hier mit ihrem Nachbarschaftskrieg. Das ist ja... Ja, ja, ich komme gleich zu dir. Warte noch. Wo waren sie denn? Jetzt verstecken sie sich, oder was? Feiglinge. Da sind die Ruffs. 4 Ruffs. Ach ja, die kriegen wir doch locker hin. Da, einer haut gerade ab. Ich spuck den jetzt nur mal an. Ihr wartet hier. Ja, so ist gut. Und weiter spucken. Jetzt zerschlagen wir die Viecher. Da ist der Alpha, macht den Alpha fertig. Ach, ich habe schon wieder einen Kumpanen verloren. Das ist doch nicht wahr. Nein, nein, auf den Alpha, auf den Alpha. So, und jetzt dich. Jawohl, komm, gib den Geist auf. Haha, jawohl. Einen noch. So, jetzt mal ganz kurz satt essen, damit unsere Wunden heilen. Bei den Rays geht es genauso schnell. Also langsam, aber sicher mache ich mir doch Sorgen, was deren Nahrung sein wird später in der Weltraumphase. Kann ich es alleine mit dem auch? Ach, der ist gerade alleine. Ja, das kriege ich hin. Ach nee, jetzt hat der mich erwischt. Nein. Also die erste RAM-Funktion werde ich manchmal einfach nicht schlau. Hilfe, Leute, helft mir. Ach, vergesst es. Ich überspringe das mal kurz. Und das auch, und das auch. So. Nur noch ein Ruff. Wo? Wo sind sie? Ah, diesmal nehme ich Verstärkung mit. Halt! Halt! Bleib da! Ich brauche Hilfe! Ach. Falsch geklickt. So, jetzt auf geht's. Wo, da sind sie. Ach, hat der Herr seine Wunden heilen lassen, ja? Na, warte. Ich muss nur
einen erwischen. Nur einen. So, jetzt sag. Und. Das wär's. Die werden alle erledigt. Und jetzt zurück zum Nest. Okay, also hier scheint es Framerate-mäßig Probleme zu geben, wenn viele Kreaturenviecher in der Nähe sind. Das bedeutet, wir müssen hier mal richtig, richtig grob alles ausmerzen. Ja, jetzt bist du dran. Nun komm, jetzt leg deinen Knödel da ab. Ja, genau, das andere Ei rausschubsen, damit unser eigenes Platz hat. Das ist unsere liebe Ellenbogengesellschaft, jawohl.